Grundsätzlich ist ganz wichtig, dass ihr die Arme gestreckt haltet. Ihr dürft euch nicht mit den Ellenbogen auf den Boden abstützen. Wenn ihr das hier macht, könnt ihr euch den Arm brechen. Deswegen ist es wichtig, dass ihr die Arme gerade lasst. Wenn ich nach hinten falle, schlage ich laut ab und mein Kopf berührt nicht den Boden. Ihr haltet ihn in der Luft. Nun nehmt ihr den Kopf auf die Seite. Hier entsteht ganz viel Platz und dort bringe ich meine Beine über den Kopf nach hinten in die Rolle. Ich lande auf beiden Knien.